Lol, ich falle. So hast, geht's natürlich auch. Hast du gerade gesehen, in welche Richtung der Zaun umgefallen ist? Ja, habe ich. Ich fahre gegen den Zaun und er fällt irgendwie in meine Richtung um. Das ist Physik. Ja, das ist wirklich, ja. Da fehlen mir die Worte. Okay, ich glaube, wir sind keine Zombies und der Beitrag hinten sieht safety aus. Alter, leck mir doch den Hoden, ey. Was ist denn das schon wieder jetzt hier? Das ist doch wirklich, das kannst du doch keinem erzählen. Guck mal, wenn ich jetzt hier durch war, das geht nicht, oder? Also nee, kommst du auch nicht, du musst auch wieder durch den Zaun. Ach komm, ja, wo fahr ich? Hä, wo, ja, wo? Ich kann aber nicht ganz außen drum fahren, oder? Ja, musst du, kommst hier sonst nicht anders durch. Ich könnte höchstens sagen, ich fahr hier lang. Er ist doch auch ganz toll. Ich könnte eigentlich sagen, ich fahre quer über die Wiese hier runter. Warte, ich guck mal ganz auf die Map, wo dieser Gravelweg da. Gravelweg. Oh ja. Wo der Weg hinführt. Ja. Eigentlich wollte ich diesen einen Typen nicht unbedingt killen. Ich kill nicht wahllose Leute, aber. Sagen wir mal so, ich habe ihn ausgeschaltet, damit er seine Leiche wieder suchen kann, damit ich abhauen kann. Sicher. Na. Und schon wieder in den Bus gefallen. Man steigt in den Bus ein. So. Wollt gerade fragen, was hast du denn jetzt vor? Ja, ich musste umdrehen, weil der Wendekreis ist ein bisschen größer mit dem Bus. Wir sind alter Panzer, ey. Obwohl, ein Panzer hat eigentlich einen kleinen Wendekreis, wenn man es mal so nimmt. Richtig, weil du einen Panzer auf der Achse drehen kannst. Ja, genau. Super. Deswegen verstehe ich auch nicht das Sprichwort, ey. Der hat einen Wendekreis wie ein Panzer, was eigentlich total sinnlos ist. Alter, was heißt Sprichwort, ne? Sagt man halt manchmal so. Oh mein Gott, das wird ganz knapp. Scheiß die Wandern. Kann ich nicht mehr. Warte, ich muss doch weiter raus, Alter. Okay, das wird jetzt Fahrschul. Zum Glück habe ich viel Basti-Modelle gespielt. Ja, du musst nach vorne. Ich habe viel Basti-Modelle gespielt. Ich bin jetzt 097-08-028. Also ich glaube, dafür wirst du dann erstmal, glaube ich, im Video wirst du dann, glaube ich, erstmal für deine Fahrkünste angeschissen. Warum an? Jetzt habe ich schon gedacht, jetzt kommt sowas wie gelobt. Nein, es kommt angeschissen. Weißt du? Aber ey, ohne Witz, was soll ich... Das steht bestimmt wieder so im Video oder so. Du fährst wie eine alte Oma, kannst nicht mal wenden. Ja, ich... Ja, ist... Ach, mobb mich nicht. Ja, lass die Naki. So. Aber ey, ich hab's geschafft, ohne irgendwelche Reifen zu crashen, okay? Immerhin. Ja, das ist immerhin etwas. Und außerdem hab ich fast komplett wieder den Bus zusammengebaut, so wie gestern, sag ich ihn auch kaputt machen. Es ist mein Haus, hier gelten meine Regeln. Geiles fahrendes Haus, muss ich schon sagen. Ja, so ein Wohnmobil, wa? Aha. Geradeaus weiter, ne? Ja. Ist da hinten, war da hinten oben gerade sowas, was ich gerade gedacht habe, was da ist? Ich kann es gerade nicht beurteilen, weil meine FPS hat sich gerade aufgehängt. Kleinen Moment. Oh mein Gott, ich fahre gerade in den Baum rein, Alter. Was meintest du denn oder wo meintest du? Da oben, oben. Wenn ich rechts, hab eine kleine Frage. Rechts nach oben guckst, da bei den Strommasten. Kleine Frage. Ja? Wie kann man eine Markierung setzen, so dass sie im Bildschirm angezeigt wird? Das geht auf dem Server hier nicht. Ach shit. Ansonsten geht's mit Linksklick und Shift. Also Shift gedrückt halten und Linksklick auf der Karte. Warte mal, da oben verstehe, nicht okay. Ein wirklich irgendwas zu sein. Nicht, gell? Ich kann jetzt aber nicht beurteilen, was das war. Ja, komm, dann fahr ich weiter, oder? Ich kann's nicht sein, ich bin noch nicht in der Nähe. Schon noch lange nicht. Viertelstunde Fußmaß oder halbe Stunde ungefähr. Jetzt fährt er mit dem Bus weg. Was fahr ich weg? Ich fährst mit dem Bus jetzt gerade weg. Ja, ich weiß. Jo, ich lauf gerade übers Feld. Lol, du bist ausge... Ja, klar. Lol. Oh, das muss... Ich hab gedacht, das heißt so... Ach, da hinten läuft der Kleine, ja. Ja, toll. Ja, ich guck gerade, aber ich hab hier... Soll ich hier hinterherfahren? Nee, bleib ruhig kurz da vorne. Ich guck nur mal fix, ob hier hinten wirklich irgendwas war, weil ich da hinten gerade was gesehen getut habe.
Ach ja, was ist, wenn ich einen Spieler anschieße und die Zombies ihn töten? Gilt es nicht, dass ich ihn gekillt hat, ne? Nee. Nee, das dürfte kein Player-Kill sein. Ah, deswegen habe ich das auch gemacht. Hm. Irgendwie ist hier doch nichts. Weder habe ich mich ver... Hä? Das war ein Zaun. Weder habe ich mich verguckt, oder... Ja, da habe ich dich überhaupt verguckt. Schade. Na gut. Naja, dann laufe ich mal wieder Richtung Straße. Kannst dich ein bisschen mehr links orientieren. Weil ich bin ein bisschen weiter nach vorne gefahren. Ne, rechts orientieren, sorry. Weil ich bin ich glaube, du stehst da hinter dem Baum, wenn ich mich nicht irre. Da vorne stehst du, ich sehe dich. Direkt hinterm Baum. Ah ja, da. Ja, man sieht mich eigentlich echt schlecht wegen der Tarnung. Ja, das ist echt krass. Und wenn du jetzt über die hellgrüne Wiese rennst, sieht man. Ich kann aber auch mal einen auf ihn hier machen. Ja, das ist echt gar nicht. Also nicht überhaupt. Das ist richtig krass. Wenn mir jemand in Schi sieht, nicht sofort feuern, kann sein, dass ich das bin. Ja, wir werden uns schon irgendwie absprechen. Ja, ich denke mal, du wirst es sicher sagen, wenn du irgendwie da bist, wo wir sind. Ich bin wohl der Einzige mit Chili und einem Vollstormgewehr. Nein, ich auch. Ey, jetzt hau mich ab! Ja, du bist eine Billigkopie. Da wollte der schon wieder abhauen, ey, ich glaub's nicht. Weißt du es gestern noch, als ich dich fast überfahren hätte? Ja! Das war schön. Ich fand das richtig lustig, wie du reagiert hast, Alter, das war richtig cool. Ich bin nur so dachte, ey, will der mich umbringen? Es war richtig, richtig, richtig klar. Ja, schön. Ah, guck mal, hier übrigens sind wir auch da, wo ich gestorben bin gestern. Glaube ich, hier ungefähr. Irgendwo bei den Feldern hier. Das war, glaube ich, ein Stück weiter runter. Ja. Mal sehen, welches Dorf ist das? Wo ich jetzt bin? Wenn ich da aber war aber die Dead Zone, wo du wohl durch irgendwie, keine Ahnung, was gestorben bist. Ja. Ich bin im Post da jetzt. Okay, wenn wir den Berg hier runterfahren, dürfen wir eigentlich in Novi Sobor sein. Ja, passt aber gleich ein bisschen auf, weil soweit ich weiß, ist da vorne, glaube ich, dann gleich wieder irgendwo Autowracks und so weiter. Yay! Lass mit 81 km/h runterfahren. Beste Idee ever. Helikopter abstellen suchen. Yeah! Ja, ich würde ja lachen, wenn jetzt bei Sunny Sova jetzt gleich wieder die Helikopterabsturzstelle ist, ey. Das wäre denn schon das dritte Mal in Folge, dass sie da ist. Wie ist das dritte Mal in Folge? Aber ja, ach, waren die da schon mal? Also Spirit und ich haben da schon mal eine gefunden. Dann haben wir jetzt gestern mit dir da eine gefunden. Aha. Nee, also hier hat es schon viele. Also das stimmt schon. Also hier so ist Sunny Sova so rum. Also da finde ich dann auch eigentlich meistens immer eine. Aber ich finde das funny, jedes Mal, wenn wir von Stani Sova da irgendwie unterwegs waren, dann wieder Richtung Shen oder was auch immer, über Helikopterabsturzstelle. Oh ja. So. Fahren wir mit dem Bus einfach straight rein, oder wie stellst du dir das vor? Einfach schon, oder? Nein. Stani Sova nicht straight rein. Weil okay. Stani Sova will ich nur das Military checken und dann können wir da eigentlich dann wieder... Ja, das heißt, wir können straight zum Military fahren. Da bin ich. Also, kannst du von mir aus auch gerne machen, das ist mir da dann recht relativ. Ich wollte eigentlich nur nicht so ungern rein, dann weil wir dann wieder von Zombies umsingelt werden, aber naja, egal. Ich muss erstmal hier durchziehen wieder, wa? Das ist erstmal wieder so ein... Oh mein Gott, also ich komm da vorne niemals durch. Mach den Busch schmaler. Ich komm da vorne nicht durch. Alter, leck mir doch die Eier, ey. Was ist denn das wieder für ein Scheiß? Boah. Deswegen hätte ich ja eigentlich auch gesagt, ein bisschen außerhalb, ansonsten sogar vielleicht... Ja, nix außerhalb, wir haben einen Bus, wir fahren da rein, komm. Na denn, du bist der Busfahrer. Oh ja, der bin ich. Nächste Haltestelle, dein Tod. Ja, das schoss mir auch gerade so durch den Kopf. Jetzt, ich muss mich kurz orientieren, jetzt... Ah, hetz mich nicht. Okay, alles klar. Ah, oh, es ist schnell hier, Alter, scheiße. 3 km/h, das ist ja wirklich, also... Ich muss schon erwähnen, du bist zu schwer. Na, danke.
wer bin ich ja wohl nur auch nicht. So, ich hab eine bessere Idee, wir fahren einfach straight übers Feld, wa? War ja auch meine Idee. Wie war deine Idee? Du hast gesagt außerhalb, nicht straight übers Feld. Ja, außerhalb, das ist dann straight übers Feld. Ja, okay, ja, okay. Warte mal, wollen wir da dahin fahren, wo wir letztes Mal die Helikopterabflugstelle gefunden haben und da aussteigen? Oder straight übers Feld runter nach Sarisoma? Ja, ich würde mal sagen, dann straight übers Feld Richtung Sarisoma, wo halt das Military ist. Und kurz davor am besten aussteigen und dann halt kurz runterrennen, alles überprüfen und fertig. Alles klar. Direkt vor uns ist übrigens die Fabrikhalle, ne? Also ich sehe sie schon. Ja, ich sehe sie auch. Achso. Sieht auch aus, ey. Wir sind hier mit dem Bus übers Feld auf dem Weg, ey. Ich glaub's nicht. Ja. So. Können wir da hinten in der Ferne dann schon etwas sehen? Ne, die war eh ein bisschen weiter hinten, ne? Ja, die war weiter hinten, die Absturzstelle. Aber ist da hinten Kühe oder was waren das da hinten gerade eben? Keine Ahnung, der Fuel-Part-Ding, das ist jetzt immer noch so rot, wie es früher war. Also ganz ehrlich, ich glaube, das ist echt scheißegal, ob das riecht oder nicht. Ja, dann würde ich mal sagen, halt mal hier vorne an gleich. Weil da vorne ist gleich das Military, ich sehe es schon. Ja. Ich weiß, wo ich anhalte. Ist die Frage, wollen wir hier anhalten und dann nachher noch darüber laufen? Rüberlaufen. Ja, da wo wir das letzte Mal das Ding gefunden haben. Übers Feld, also. Ja. Er fährt mitten ins Military rein, ey, ich glaub's nicht. So. Ne, ein bisschen weiter nach vorne. Eieieiei. Guck mal, hier steht das Auto, wo du eigentlich richten kannst. Das rote, das ist in der Mitte. Ja, schon. Das rote, das kann man mit interagieren. So. Schön. Alles klar, dann schauen wir da mal ein bisschen rein. Ah, das ist doch schön, weißt du, ich meine, wenn man so einen Muskel hat, dann muss man doch auskosten, damit ich überall hinfahren, wo du kannst. Meiner Meinung nach. Ich sag ja, ei. Warum, ei?